Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Wir sind heute auf der Karte Wuttenburg unterwegs und auf der Version 2.0. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz mal sage, ich finde dieses Repaint hier mega nice. Das ist wirklich, ich finde das wirklich, wirklich hübsch. Wuttenburger Verkehrsbetriebe. Also, das sieht wirklich sehr hübsch aus. Also, das musste ich mal jetzt. Also, ich habe den Bus geladen, habe das Ganze gestartet und ich fand, dieses Repaint von diesem Bus ist jetzt schon großartig. Hier sind zwar noch ein paar kleine Fehler drin, aber über die kann man noch ein bisschen hinwegsehen. Das kann man ja alles nachpatchen oder alles sowas. Ja, Wuttenburger Verkehrsbetriebe, Wuttenburg Version 2.0 ist eine Karte, die vor einiger Zeit mal erschienen ist. Wurde aber dann zeitlich dann wieder offline genommen. Schade eigentlich, denn ich hatte sie damals schon runtergeladen gehabt. Bloß damals wollte sie halt irgendwie nicht starten bei mir. Und da ist der Hobbyfilmer, der war wohl oder ist an dem Bau der Karte beteiligt und hat da mal den Devi, ich glaube so heißt er hier im Discord bei uns, mal Bescheid gesagt, so pass mal auf, der Bio, der würde ganz gerne mal die Karte testen und zeigen. Und ja, er hat mir das ganze Paket mal rübergeschickt, deswegen möchte ich euch heute die Karte vorstellen. Wuttenburg V2, so nennt sie sich. Wir fahren das Ganze hier mit dem MANA 21, glaube ich, müsste das sein, mit dem Wuttenburger Verkehrsbetrieben Repaint. Fahren auf der Linie 9 von, lass mich lügen, Markt nach Markt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bin ich mir gar nicht mal so 100% sicher. Wir springen mal rein und schauen mal. Hier oben haben wir einen Fahrplan. Die ganze Fahrt dauert nicht lange. Nein, nach St. Helena. Hier sehen wir Markt E2, Markt E2 Stadtrand, alter Bauernhof, Friedhof nach St. Helena. Das Ganze ist eigentlich eine fertige Karte und damals wurde sie halt stark kritisiert und wir wollen mal gucken, zu Recht oder nicht zu Recht. Das ist jetzt eine kleine Linie, die wir jetzt hier angeschaut haben. Wir werden uns noch vielleicht die eine oder andere Linie auch nochmal angucken und lassen uns am besten mal überraschen, was uns hier eigentlich erwartet auf dieser Karte. Haben jetzt die Fahrt um 17.55 Uhr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und genau. 17.55 Uhr sind ein paar Minuten vor Ort schon da. Deswegen würde ich mal sagen, starten wir alles hier. Und ja, der Bus, wie gesagt, der wurde mitgeliefert. Da nochmal vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, das war vielleicht eines der fehlenden Teile gewesen. Meine Karte war einfach nur leer. Also man hat einfach nur einen weißen Himmel gesehen. Zwar war der Verkehr da gewesen, aber man konnte halt einfach nichts machen. Ja, Bus, klar, konnte man spawnen. Der ist ja sogar hier innen drinne blau. Das ist ja ein crazy Blau. Hier, guckt euch mal das an. ja, wir sind auf der Linie 9 unterwegs, hatte ich gesagt. 0000. Schauen wir mal, ob das Ganze jetzt hier klappt. Nach St. Helena. Das schaut doch ganz gut aus. Ja, haha. Waldhausen. Das ist ja fast wie Forsthausen. Das ist ja der Wahnsinn. So viele Sachen. So. Und dann schauen wir uns die Karte mal an. Oh mein Gott, das ist schon eine Weile her, dass ich mal wieder OMSI hier reingelegt habe. Ich bin zurzeit voll auf den Train Simulator Trip. Das ist der Wahnsinn. Also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So. Schönen guten Tag. Guten Tag. Es ist viel zu kalt. Hallo. Es ist viel zu kalt hier drin. Ja. Es ist viel zu kalt. Zu kalt. So. Okay. Das jetzt nicht. Das scheint jetzt an zu sein. Irgendwie kann man den nicht weiter drehen, den Regler. Ja gut, sollte schon funktionieren. So, wir haben noch ein paar Minütchen. 2 Minuten. Also wie gesagt, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Karte gefällt. Vielleicht können wir den Entwickler das Herz erweichen und zeigen, die Karte ist doch super. Sie kann online gehen. Vielleicht nicht gerade auf, also ich habe ja meine Forsthausen zum Beispiel auch nicht auf der OMSI Hauptseite, sondern meine Karte ist ja auf OMSI Webdisk online gegangen. Und da ist es jetzt, also ist mir jetzt persönlich, da hat jetzt bis jetzt noch keiner rumgemeckert, dabei ist Straßen, ist Forsthausen, keine Landkreis Forsthausen, jetzt nicht die ultimative Karte. Aber aktuell, wie gesagt, hat da keiner gemeckert über die Karte. Von daher, ja,
vielleicht mal da irgendwie probieren, dass das da irgendwie man online stellt. Aber wie gesagt, also da könnt ihr, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare posten, wenn ihr die Karte selber mal spielen möchtet. Denn schreibt es, wie gesagt, rein. Ne? Und dann schauen wir mal. So. Ich würde sagen, wir fahren los. Geradeaus weiter. Auf jeden Fall sehr grün hier. So, mal gucken. Ja, wir müssen nach rechts. Rechts rum. Drei Busse hier hintereinander. Das ist ja der Wahnsinn. Fahren wir jetzt hier nicht in den Bus. Das möchte ich auch geraten haben. Ja, es ist natürlich immer noch großartig, Omsi, ja, also wir geben uns langsam so ein bisschen so die Ideen aus, was man hier noch so fahren könnte. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nichts gibt, weißt du, aber trotzdem, irgendwie gefühlt ist man alles schon gefahren, ja. Wollen wir mal ganz kurz gucken, stand Stadtrand denn überhaupt dran, ne? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Stadtrand, ja. Alter Bauernhof, kommt jetzt so hin? Ihr wollt nicht mehr mit? Alles klar. Habt ihr Pech. Schlecht. Ja. Zu meckern haben sie immer was. Das ist fantastisch. Also, wenn die nicht meckern können, dann sind die nicht glücklich, die Menschen. Ist ja im wahren Leben leider ja nicht anders. Ne? Die haben aber auch an wirklich jedem und alles irgendwas auszusetzen. Das ist immer so traumhaft. Das ist ja wie zum Beispiel der Punkt, warum die Karte hier offline gegangen ist, weil sie halt wirklich stark kritisiert wurde. Ist es ja so, dass man viele, viele Tage, Stunden damit verbracht hat, sowas hier aufzubauen. Es ist, ich selbst, wie gesagt, jetzt kann mir hier keiner kommen von wegen, ja, du hast ja keine Ahnung. Doch, hab ich. Ich habe weder, also ich habe eine Karte für Omsi, sogar für Lotus gebaut und es gab immer irgendwelche Leute, die das natürlich kritisiert haben. Man darf sich von solchen Leuten halt nicht unterbuttern lassen. Das sind meistens immer noch so eine Leute, die vielleicht nie irgendwas gemacht haben, aber immer
das letzte Wort haben müssen. Ja, das ist immer so traumhaft. Und ich weiß selbst, es schmerzt halt wirklich, ja, wenn dein Fleisch und Blut, ich meine, Straßenbahn vor Haus über 200 Stunden da dran gesessen. 200 Stunden, rechnet euch nur das mal in Tage um, was das gekostet hat. Und dann gibt es immer noch Leute, die dann da irgendwie dann so, nee, das ist doof und gefällt mir alles nicht und bläh. Weißt du, und dann frustriert das so unendlich, das kann man sich nicht vorstellen. Leider muss man da drüber stehen. Es gibt halt 10% diese Menschen, die halt immer permanent am Rumnörgeln sind. Und dann gibt es halt so die Menschen, die das toll finden, was derjenige macht. So. In Waldhausen. Nicht. Hallo. Hallo. Grüß miteinander. Mach mal einen Scheinwischer aus hier. Bisschen makaber, der Friedhof hier. Also was mir bis jetzt auffällt, ist, dass wir hier zum Beispiel relativ viele Hallo. Weißflächen haben. Ne? Wenn man sich das Ganze hier mal so anschaut, Hallo. Ist halt relativ viel Weiß. Ne? Also das, das ist schon, das kann aber wahrscheinlich bei mir das Problem sein, weil ich die Kacheln halt wahrscheinlich auf 1 gesetzt habe. Wenn man wahrscheinlich mehrere Kacheln setzen würde, dann würde wahrscheinlich hier deutlich mehr geladen werden. Aber das ist ja wieder von Karte zu Karte wieder unterschiedlich, denn es gibt Karten, die sind Performance gut gebaut, ja, dass man mehrere Kacheln zuschalten kann. Es gibt aber auch wieder Karten, ja, wo man halt wirklich maximal eine Kachel laden darf, weil sonst das ganze System einfach crasht, wenn du einfach mehr hast. Aber hier muss ich sagen, wirklich ist die Kirche sehr schön gebaut. Und wenn wir uns hier mal so die Grabsteine hier so anschauen, ja, das sieht schon sehr gut aus. Na, also... Sowas könnte ich mir noch tatsächlich in Lotus vorstellen. Dürfte wahrscheinlich auch sehr einfach zu modellieren sein.
So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Sollen wir mal gucken. Hätten wir hier halten müssen? Ja, hätten wir. Rückwärtsgang. Ja, ja, passiert. Passiert. Es war jetzt ein bisschen verwirrend mit dem Ausrücker da permanent. Ja, das war auf jeden Fall die erste Linie, die Linie 9. Ist relativ kurz, muss man gestehen. Mal gucken, ob wir noch eine längere Linie finden hier in Wuttenburg. An sich so schön gebaut, also das ist wirklich sehr schön gebaut. Das sieht sehr ordentlich aus, also ist jetzt nicht so dahin geklatscht und alles sowas. Also hier muss man schon sagen, da steckt schon auf jeden Fall eine gute Idee drin. Ich glaube, das Ganze ist auch fiktiv. Wuttenburg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist auch eine gemoddete Grundorf-Karte, wenn ich das so richtig gesehen habe, denn es gibt wohl den Bauernhof, den man natürlich aus Grundorf kennt. Weiß ich noch nicht, müsste man sich mal angucken, ob es das halt wirklich das Grundorf ist. Sonst, die Streckenführung ist sehr, sehr ordentlich. Ist, wie gesagt, Straßen sind schön breit. KI-Verkehr könnte tatsächlich noch ein bisschen weiter hochgesetzt werden. Aber auch das ist wieder systemabhängig, da muss man natürlich wieder gucken. Aber so an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, Linien leider ein bisschen zu kurz. Wir gucken uns deswegen jetzt gleich noch eine neue Linie an, also in der nächsten Folge definitiv. Und schauen wir mal, vielleicht ist die Linie doch ein Ticken länger. Ja, sonst, was auch noch ein bisschen schade ist, die Ansagen fehlen. Also vielleicht sucht ihr euch da jemanden, der Ansagen sprechen kann. wisst ihr Bescheid, ne? Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ihr schreibt es in die Kommentare, wie hat euch denn die Karte Wuttenburg gefallen? Denn, wie gesagt, nutzt die Funktion des YouTubes und schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Und wenn ihr sie selbst natürlich haben wollt, denn sowieso. Und ja, ich verabschiede mich jetzt ja erstmal hier, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich, wenn wir uns zum nächsten OMSI Party wiedersehen auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!